Hallo, ich bin's wieder, die Gartenmoni. Ich möchte wieder eine Frage beantworten, und zwar: Wie erkenne ich meine gesäten Tomaten auseinander? Ich habe 10erlei Tomaten gesät und die kann man natürlich nie auseinanderhalten, am Anfang zumindest. Später geht einiges. Jede Sorte habe ich nummeriert. Seht ihr hier? Von 1 bis 10. Auf einem Zettel habe ich mir diese Nummern aufgeschrieben und die Bezeichnung dazu, welche Tomaten das sind. Und so kann ich dann später immer, oder weiß ich dann später immer, welche Tomaten das ich ernte. Die Stäbchen, die gebe ich beim Pflanzen mit in die Erde dann. Im Freien natürlich. Oder auch im Topf. Wenn man, manche pflanzen die dann in den Topf. Oder auch Buschtomaten, habe ich auch welche da. Die kann man in Balkonkästen pflanzen. Kommt auch dann das Stäbchen mit rein. So weiß ich dann die Sorte. Denn wenn sie mir besonders gut schmecken, möchte ich die ja nächstes Jahr wieder haben. Und dann weiß ich genau, was das für eine Sorte war. Es gibt viele Möglichkeiten, die Tomaten, also die Töpfe zu markieren. Mit Stäbchen, mit gekauften Stäbchen. Da gibt es ja vielerlei Zickerlei, kann man sagen, Markierungen. Oder man bastelt die einfach selber, und das finde ich immer am schönsten. Aber das ist wieder ein anderes Video, das stelle ich euch ein anderes Mal wieder vor. Ich glaube, ich habe damit die Frage beantwortet. Bis zum nächsten Mal dann, eure Gartenmoni. Und bitte Daumen nach oben. Ja, danke.